Toya Yamaguchi wurde am 22. Februar 1943 im kaiserlichen Japan geboren. Er war der zweite Sohn der Familie. Sein Großvater war Schriftsteller gewalttätiger Romane, welche unter anderem die Yakuza verherrlichten. Yamaguchi wuchs sehr wohlhabend auf. Sein älterer Bruder radikalisierte ihn während seiner Teenagerjahre. Mit 16 Jahren schloss er sich einer radikalen nationalistischen Partei an. 1959 bis 1960 kam es zu zahlreichen Demonstrationen und Gegendemonstrationen, bei denen vor allem radikale Nationalisten und radikale Sozialisten aneinander gerieten. Yamaguchi hielt den Parteichef zunehmend für schwach und verließ die Partei, um andere Maßnahmen gegen die Kommunisten ergreifen zu können. Am 12. Oktober 1960 besuchte er eine öffentliche Wahldebatte, wo er zunächst der Rede eines Sozialdemokraten zuhörte. Bald betrat Inichiro Asanuma von der Sozialistischen Partei die Bühne. Yamaguchi stürmte auf die Bühne und rammte dem Politiker ein 33 cm langes japanisches Kurzschwert in den Leib. Einige berichteten, Yamaguchi habe daraufhin ein weiteres Mal zustechen wollen. Andere behaupten, der erst 17-jährige Attentäter habe versucht, die Waffe nun gegen sich selbst zu richten. Egal welche der beiden Versionen nun der Wahrheit entspricht, fast sofort umringte eine Menschentraube den Angreifer und hielt diesen fest. Der angegriffene Asanuma verblutete innerhalb weniger Minuten an der schweren Stichwunde. Yamaguchi wurde festgenommen und er gab der Polizei freizügig Auskunft über seine Motive. Am 2. November 1960 schrieb er mit Zahnpasta an seine Zellenwand: „Lang lebe der Kaiser, würde ich nur 7 Leben für mein Land geben." Gleich darauf erhängte er sich mit Streifen seines Bettlakens an der Deckenleuchte seiner Zelle. Rechtsnationale Gruppen betrachteten ihn als Märtyrer und Helden. Sie bezahlten sogar seine Beerdigung sowie Trauerfeiern und Gedenktage. Bis heute gilt Otoya Yamaguchi als Held rechtsradikaler Kräfte in Japan. Der Anzug des ermordeten Asanuma ist heute in einem Museum ausgestellt.